Oha, Amar hat sich ein neues Auto geholt. Da. Geil, komm, wir gehen rein, Leute. Da hab ich Bock drauf. Ich hole mir mein neues Schmuckstück ab. Let's go, wir gehen rein. Damit würde ich sagen. Ey, Leute, ich wollte mir so ein Fahrrad auch für zu Hause holen. Ich habe einen Crosstrainer zu Hause. Ich habe überlegt, mir so ein Fahrrad zu holen, weil ich auch voll geil finde, weil du halt damit auch nochmal ganz körper richtig geil trainierst. Vielleicht hole ich mir auch so ein Teil, finde ich voll nice. Ist das Amar seine Wohnung hier? Bro, was hat der denn für eine geile Bude, bitte? ETF? Ich sagen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Wie hat der zu dem Kameramann gesagt, ey, lass mal richtig cooles Intro machen. Ich setze mich aufs Fahrrad und mach da das Intro. Freunde, und heute fahren wir nach Dortmund. Viele von euch erinnern sich vielleicht, vor einem Jahr haben wir uns... Ah, ich muss auch ein neues Auto mir holen, Leute. Bin am überlegen, mir einen Porsche zu ziehen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich hätte mal Bock auf einen Porsche, ich sag euch ehrlich, Leute, auf einen Porsche. Das Ding ist, ich bin einfach zu faul, zu Porsche hinzufahren. Ich schwör auf alles. Ich bin seit 3 Jahren, will ich mir einen Porsche kaufen und ich bin zu faul, zu Porsche hinzufahren und das Ding klar zu machen. Cringe, oder? Ich glaube, ich fahre gar kein Auto mehr, so ein Ding ist. Uns ein Auto konfiguriert beim VIP-Leasing von Mercedes. Da geht erstmal dicker, fetter Kuss raus an Mercedes, dass wir das überhaupt ermöglicht bekommen. Und wir haben uns unseren G-Wagon, die G-Klasse. Ey, ich hätte Bock auf ein Panamera, ich sag dir ehrlich. Panamera fühle ich unnormal. So ein schön Turbo, Digga. Bam, bam. G63 AMG konfiguriert und jetzt ist er fertig, genauso wie wir den als Community zusammen gemacht haben. Da werden wir jetzt nach Dortmund. Ja, das ist das Problem. Man muss hingehen und die Autos bestellen. Ne? Man muss hingehen und mit denen reden, leider. Und fahren. Und dabei wird sein Alex, mein Trainer. Jetzt kommt's nämlich. Wir werden nämlich mit dem Heavyweight Champion, europäischer Meister im Boxen. 24-0 steht da. Agit, das ist sogar der Cousin von Casey Rebel. Mit dem werden wir heute nämlich ein geiles Training noch absolvieren und ihm sogar beim Profi-Training zuschauen. Macht er mal jetzt auch Boxen oder was? Macht er auch beim Boxkampf mit? Ey, ich bin ja gar nicht mehr auf dem Schirm hier. Der Bock drauf, wie das da auch bei ihm abgeht. Wie so ein Super Saiyan wahrscheinlich so. Und irgendwie volle Ausdauer. Ey, ich bin super gespannt. Leute, viel Spaß mit dem Video. Falls euch das Ganze gefällt, ihr wisst ich ja. Ich bin mal gespannt, wie er die G-Klasse konfiguriert hat. Aber ist auch schlechter YouTuber, muss ich sagen, dass er direkt zum Anfang des Videos verrät, welches Auto er sich abholt. Und vielleicht hat er uns jetzt alle auf den falschen Weg gebracht und er holt sich gar keine G-Klasse ab. Aber ich will auch die Überraschung im Video haben. Jetzt ist ja die ganze Spannung weg. Mann, Amar, Junge. Abonnieren hier Junge, auf diesem Junge, Kanal Junge. Ist erstmal kostenlos. Junge. 50% der Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen Junge, sind noch kein Abo hier auf dem Kanal. Ändert das gerne. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr öfter so ein Box sehen wollt oder insgesamt. Ja, aber so für neue Zuschauer. Ich krieg ja den Stream nicht immer mit, weißt du? Ich gucke ja meistens immer die Videos. Dann wäre das schon eigentlich geil. Sehen wollt. Leaks sind da. Ja, wir gucken gleich mal rein. Den ganzen Support. Und dann würde ich sagen, komm, lass uns jetzt und den G-Wagon abholen. Wir sind sehr gut in der Zeit. Das erste Mal in meinem Leben. Guck mal, google mal Amar. Vielleicht ist das leichter für dich. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt hier vor der Mercedes-Benz-Zulassung in Dortmund und ich bin jetzt langsam auch ein bisschen nervös und muss pinkeln. Ich würde sagen, lass uns rein. G-Klasse ist eigentlich gerade das Heftigste, was man überhaupt kriegen kann bei der Mercedes. Nee, leider nicht. Das Heftigste, was sie bei Mercedes holen kann, ist ein fetter Maybach. So, Leute. Es ist soweit. Ja, ist eine Classy-Konfiguration, ne? Ist classy, ist schön, Dings. Farbe ist halt matt-schwarz, diese Designo-Farbe da. Pellen sind classy. Solide G-Klasse. Ich hätte mir aber ein bisschen mehr Action gewünscht. Geile Farbe oder so hätte man machen können. Es gibt so ein Babyblau bei G-Klasse. Ist classy G-Klasse, was soll man dazu sagen? Ist geiles, schönes Auto. Gefällt mir. Ist classy, classy. Oh, Innenausstattung muss weiß sein. Geil. Das ist geil. Innenausstattung sehr, Baba. Oh, dieser Geruch, das riecht nach Meer. Alter, wie viel Platz hat man denn bitte? Das ist nicht mehr normal. Boah, ja, 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 ja. Dieses Lenkrad. Aber innen ist auch wirklich classy gehalten, ne? Ist ja. Ne? Dieses Carbon, dann nochmal mit dem schönen Leder. Das ist krank. Ich hoffe, dass ihr diese... Ja, G-Klasse kannst du aktuell, also full ausgestattete G-Klasse kostet, glaube ich, so 190.000 oder 185.000 und werden aber gerade über Marktpreis gehandelt, weil sehr wenig G-Klassen gibt. Also ich denke mal, die wird so 185.000, 190.000 gekostet haben. Also wenn er Full-Ausstattung hat, ich glaube, er hat Full-Ausstattung, so im Dreh wird das gekostet haben. Experience gerade mitbekommen könnt, ich habe noch nie so einen schönen Wagen gesehen. Ernsthaft nicht, ich habe noch nie... Was ist denn... Also, nee. Die Leute da draußen interessiert ja auch,
dringendst, wie viel PS hat der? Ich hatte ihn auch schon im Matt-Schwarz gehabt, Leute. Ihr wisst ja, ich hatte ihn auch mal Matt-Schwarz. Ich hatte aber die Edition One gehabt. Die war noch krasser gewesen, hatte ich so rote Felgen und sogar, das sah voll krank aus. 585 PS. 585 PS. Ja. Kann man das mit irgendeinem Sportwagen von euch vergleichen oder ist es gar nicht vergleichbar, weil das ein anderes Gefühl ist? Ich würde mal sagen, theoretisch mit jedem 63er. Ist ja ein G63-Motor, okay. Also mit einem, ich sag mal, AMG GT C63. Natürlich unterscheiden sich die PS immer wieder. Ja. Aber ein G63 kann man sowieso mit keinem anderen Auto eigentlich vergleichen. Wollte ich gerade sagen, das kannst du ganz sagen, G63 nicht mit einem GT vergleichen oder so. Ich hab da so was. Jenny, ich danke dir vielmals. Freunde. Ja, Bro, ich rede gerade von, die werden gerade über Liste gehandelt. Also die werden gerade, ich glaube, so G-Klasse werden gerade für 220.000 gehandelt. Das Ding ist, ich sag euch gleich, warum ich G-Klasse, für mich G-Klasse nur als Drittwagen was wäre, sage ich euch gleich. Jenny, aber ansonsten G-Klasse, geiles, mit das geilste Auto von Mercedes. Safe. Wenn ihr abchecken wollt, Jenny, wie alt bist du denn eigentlich? 22. Guck mal, die hat uns hier unglaublich gut beraten, was das ganze Technische angeht. Ich würde sagen, ich will euch gar nicht groß abhalten und dann lass uns mal mit dem Carporn anfangen. Ich sag euch, G-Klasse, das ist... Oh, guck mal hier, 40 Kilometer nur runter. G-Klasse bockt für mich nicht, weil ab 200 macht das Ding keinen Spaß mehr. Ne? Also du kannst ja, glaube ich, mit G-Klasse, wenn er es frei, bis 230 fahren, aber ab 200 bockt die G-Klasse nicht mehr, weil das ist einfach so ein Kasten, so, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich fahre auch mal gerne, wenn es erlaubt ist, natürlich ein bisschen schneller als 230 oder allgemein als 200. Und das, ich finde, die G-Klasse bockt ab 200 nicht mehr. Glaubt mir. Natürlich in Dortmund, vor dem Dortmund-Shop und bringen euch nach... Warte mal. Ich will euch gar nicht groß abhalten und dann lass uns mal mit dem Carporn anfangen. Geil! Ach so, es kommt um 14 Uhr. So, ich bin dumm. Ich dachte, das ist der Carporn hier, das hier. Ich dachte, das ist es hier. Ja komm, Gewinnspiel skippen wir einmal hier. Aber, Digga, wo seid ihr, Jungs? Jetzt warum seid ihr in Glasgow? Ich glaube, es gibt hier Autogramm oder so. Ja, und? Hast du vielleicht so einen Creator-Code oder so für mich, damit ich hier so 15% sparen kann? Sag meinen Namen, dann kriegst du auch 15%. So, Freunde, wir sind jetzt in Düsseldorf angekommen. Wir sind jetzt hier im Studio von Agit, wo er jetzt hier richtig, richtig hartes Training absolvieren wird. Jetzt ist das Profitraining schon dran. Danach werden wir vielleicht noch mal eine kleine Session schieben können, ein, zwei Tricks von Agit uns abschauen können. Ich war hier gerade so 5 Minuten perplex und stand am Ring, als er seine Übungen gemacht hat. Das ist Endlevel. Boah, was ein geiles Gym auch, Alter. Oh mein Gott, wie geil ist denn das Gym, bitte? Das ist ja voll sick gemacht, oder? Gut, ey, ich hab gerade den G-Wagen abgeholt. Ja, Bruder, du bist Story am Post, ich hab gesehen bei dir. Ich zeig gerade meinen Kollegen, da steckt bestimmt eine C-Klasse runter. Und das ist halt wichtig, dass du immer an diesem Pendelmeld versuchst, explosiv wie möglich mal zu arbeiten. Okay. Heißt, explosiv wie möglich zu rennen, ne? Natürlich immer, manchmal, ich würde dir raten, 2-mal die Woche Langläufe zu machen. Okay. Und 2-mal die Woche wirklich, bam, explosiv, immer so kurze. Hammer. Hallo. Ja, das müsste ich auch mal machen. So, jetzt mal starten wir erstmal. So, jetzt fangen wir an. Das Tempo erhöhen. Versuche mal eine Minute genau das hier. Schön. Bisschen mehr Gas geben. Also ich sag euch ehrlich, Crosstrainer ist eigentlich geil, aber ich finde, man sieht da drauf immer aus wie der letzte Dulli, Alter. Deswegen mache ich das so ungern. Das Steak liegt auch ein bisschen im Magen. Ja? Ja, läuft. Komm, hol mal ein bisschen raus, Guck mal, man sieht einfach aus wie so ein Dulli auf so ein Crosstrainer. Ich weiß auch nicht warum. Es ist einfach cringe irgendwie. Der Puls hoch. Komm. Bein ist das wichtigste Fundament beim Boxen, weißt du. Bro, ich sag euch, das ist halt wirklich auch, was ich gelernt habe durchs Training. Beine ist so wichtig beim Boxen. Das ist eigentlich schon cringe. Man denkt so, ey, man müsste einen guten Rücken haben und so. Beine ist so wichtig. Komm. Oh, ich hasse die Übung. Schön laufen. Ist nur joggen, schön joggen. Schön locker joggen. Okay, komm. Ruhig, auf der Stelle. Komm. Bro, ich hasse das. Beine ist so eklig. Genau. Bisschen Distanz, guck mal Distanz, du bist zu nah. Merkst du, ne? Distanzgefühl. Ich will, dass du einen Jab, bleib mal ruhig. Steh mal so, ganz locker. Und von da aus jetzt ein Jab. Okay, genau. Jab. Und wieder zurück. Und tap. Runter. Und tap. Und runter. Und tap. Vielleicht sieht das gar nicht so anstrengend aus oder auch lauchig, wie ich das mache. Aber das Training hat so doll in sich, ne? Hol raus. Letzten 10, 10, komm. Und hepp.
komm. Und dann steht immer der Trainer noch daneben und sagt, mach noch mehr. Du kannst schon nicht, mach mehr, mach mehr. Weiter, hey, Jab. Und weiter. Aber du nimmst Schmerzen ab. Dein Termin danach, Digga? Ich weiß auch nicht, Digga. Schön, locker, ja, schön. Jetzt stell dir vor, du bist einfach irgendwo im Urlaub. Ich hab einen Miami. Schön, irgendwo mit Palmen. Alles Liebe. Digga, ich hab mein Bestes probiert. Besser ging nicht. Ich glaube, mein Körper zeigt, dass ich mein Bestes gegeben habe. Fazit, hübscher Mann. Nein. Körper kann auch viel mehr, erst wenn du wirklich so kurz vorm Kotzen bist, dann ist es gut. Dann war es ein gutes Training gewesen, wisst ihr? Kurz vorm Kotzen, du wirkst schon, du bist schon kurz vorm Würgen, hast vielleicht schon einige Brocken im Mund, dann weißt du, es war ein gutes Training, ganz einfach. No homo, ich bin wirklich durch. Ich habe jetzt seit 2 Tagen erst wieder Training. Die beiden Male Training waren auch jeweils mit Übersäuerung. Heute gar keine Pause gehabt, aber Agit, das ist eine Maschine und ich hoffe es ganz, ganz doll. Ich bete ganz doll und ich glaube daran, der Junge wird der neue Klitschko hier in Deutschland. Und du bist sein Bruder, Wladimir. So, Freunde, Training ist jetzt durch und Agit hat mir eine Sache empfohlen. Amar, das wenn Geilste ist nach dem Training das Essen. So. Wenn du jetzt richtig kaputt bist, dann brauchst du einen richtig geilen Chicken mit Basmati-Reis. Und er meinte, wir gehen jetzt hier zu City Chicken. Ich bin sehr gespannt auf Geil. Das Chicken. Leute, ich bin wirklich unglaublich kaputt. Bitte, tut mir einen Gefallen, geht bei Agit in die DMs, schreibt ihm eine schöne Nachricht, folgt ihm einfach sehr, sehr gerne auf Instagram. Ich habe mir das Training angeschaut und ich habe schon viele Profisportler in meinem Leben gesehen, aber der Typ hat so einen Biss, der hat nicht eine Pause gehabt, die ganze Zeit nur am Laufen und dann mit Bro, ich kenne ungarisches Boxen, das haben wir auch gemacht im Training. Bro, ich kenne das doch. Das ist sehr, sehr anstrengend. Und da sieht man wirklich, das hat auch nichts mit irgendwie Brutalität oder sonstigen zu tun, das ist einfach nur Willenskraft. Willenskraft. Ist alles. Willenskraft. Merkt euch das. Hi, Hamin, Wallah, ab jetzt, ich komm nur noch essen mit Kamera hier. Bester Mann, Wallah, bester Mann. Machst du auf eine Teller nur Chicken Wings mit der eine Person? Achso, mach Chicken Wings, ja, mach viel. Sehr stark. Ja, Bruder. Danke. Und ach, auch das Chicken Wings. Auch selber hier. Oh mein Gott. Und er dreht mit Cool House. Mhm. Ist viel, viel kalt. Ja. Oh. Oh, da will ich mich ja auch sehen. Bruder, ich danke dir vom Herzen für die Gastfreundschaft, wirklich. War schön, dich zu sehen, auf jeden Fall. Ich hoffe, bald zocken wir ein paar Runden Fortnite. Sehr gerne, immer. Egal, was du hast, meine Nummer jetzt. Dann rufst du mich an und dann sagst du, lass mal eine Runde zocken. Komm, wir lassen mal ein paar epische Siege. Gerne. Geil, geiles Video. Checkt da mal ab, Leute. Schönes Auto, sehr nice. Geiles Video.